Wer nach Spitzbergen will, muss sich warm anziehen. Am Rand der Welt ist es kalt, im Jahresmittel 5 Grad minus. Nur wenige Tiere harren hier aus. Es gibt keine Bäume, keine Ureinwohner, nur Eis und Schnee und Steine. Doch Malte Jochmann und den anderen verpackten Gestalten auf ihren Motorschlitten geht es um etwas anderes. Seit Jahrhunderten zieht es immer wieder Menschen hierher. Diese hier suchen das, was unter dem Schnee liegt. Wir sind mit von der Partie. Spitzbergen ist eine Inselgruppe auf halber Strecke zwischen dem Festland und dem Nordpol. Seit fast 100 Jahren gehört es zu Norwegen. Die Eisbären haben die knappe Mehrheit. 3000 Bären leben hier mit 2900 Menschen. Die Mehrheitsverhältnisse sollte man besser nicht vergessen. Malte ist gewarnt. Am besten eine Waffe vorne, am besten auch hinten. Und dann ist man immer für den hinter sich verantwortlich. Das ist die goldene Regel. Also man schaut immer zurück, dass der hinter einem mitkommt. Und wenn halt einer stehen bleibt, dann steht die ganze Kolonne. Unsere Reise begann im Hauptquartier der Bergwerksgesellschaft in Longyearbyen, der größten Siedlung Spitzbergens. Es ging 60 Kilometer durch zwei Täler, dann hinauf auf den Gletscher. Erste Anzeichen von menschlichem Leben. Die Bohrmaschine ist nicht zu überhören. Was hier stattfindet, ist nicht mehr und nicht weniger als eine Premiere in der Arktis. Wir sind die Ersten, die den neuen Fund sehen dürfen. Hier, an dieser unwirtlichen Stelle, liegt ein Rohstoff, der diese Insel 100 Jahre in Bewegung gehalten hat. Malte Jochmann hat die Fundstelle berechnet. Malte ist der Geologe der Bergwerksgesellschaft. Das Bohrgestänge reicht 600 Meter in die Tiefe und stößt auf Kohle. Ein Volltreffer. Also wir bohren jetzt direkt runter, das heißt, wir bohren im Grunde gegen die Zeit. Wir bohren von den Jüngeren in die älteren Schichten. Ja. Und was wir sehen, sind einfach, also von der Ablagerung her, dicke Torfschichten, also ungefähr 10 Meter Torf sind jetzt 1 Meter Steinkohle. Eine Männerbastion im eisigen Wind. Mit Schneestürmen bis in den Mai. Roy Anders Karlssons Hütte erinnert ein bisschen an die Zeit, als die Kohlekumpel hier unter sich waren. Bis 1971 war Spitzbergen frauenlos. Es ist friedlich hier oben. Fehlt euch was? Nein, nix. Wir sind hier 2 Wochen oben, 2 Wochen haben wir frei. Habt ihr eine Sauna? Nein, aber einen Jacuzzi. Den zeige ich dir gleich. Den ganzen Tag schaufeln die Männer Schnee. Der landet dann im Jacuzzi, dem Schmelzbecken. 40 Liter pro Minute braucht die Bohrstange, um nicht festzufrieren. Und Salz in rauen Mengen, denn auf Spitzbergen herrscht Permafrost. An einem Tag wie heute fällt die Arbeit leicht. Ist das hier jetzt schönes Wetter? Ja, das hier ist herrliches Wetter. Warm und schön. Wie kann es denn sonst sein? Beschreib es doch mal. Das Schlimmste, was ich hier oben erlebt habe, waren minus 30 Grad und stürmischer Wind. Aber in der Regel sind es so minus 10, minus 15 Grad, so wie heute. Kohle und Spitzbergen, das ist eine lange Geschichte. Der Kohlenpott der Arktis war immer eine teure Angelegenheit. Viele Gruben sind schon geschlossen. Kohle gilt woanders als schmutzig, als Energie von gestern. In Spitzbergen lebt immer noch jeder Zweite davon. Während die Geologen wieder und wieder die ersten Proben des neuen Flözes begutachten, wärmen sich die Bohrleute im Container auf. Sie sehen den ganzen Tag nur Eis und Kohle. Habt ihr hier manchmal vierbeinigen Besuch? Nein, toi toi toi, den hatten wir Gott sei Dank noch nicht. Jedenfalls nicht hier. Aber als wir an der Westküste gebohrt haben, da hatten wir Besuch von Eisbären. Aber es ist sehr selten, dass Eisbären hoch ins Gebirge kommen, auf den Gletscher. Die bleiben lieber unten an der Küste. Und wenn doch einmal unerwünschter Besuch kommt, was macht ihr dann? Wir haben Schrot- und Signalmunition. Und sonst schließen wir uns hier ein.
Auf dem Heimweg nach Longyearbyen wissen wir nun, dass Spitzbergen unter der weißen Oberfläche schwarz ist. Elke Morgner ist die Freundin von Malte, studierte Geografin und seit 10 Jahren auf Spitzbergen. Mittlerweile gibt es viele Frauen in der Arktis, vor allem in der Forschung, aber auch in den alten Domänen der Männer. Elke leitet die Lawinenwacht des Roten Kreuzes. Einmal die Woche fährt sie mit dem hochbeinigen Geländewagen auf ein Plateau über eine steile Gebirgsstraße, dem einzigen Zugangsweg. Rico Behlke arbeitet hier und gemeinsam mit Elke testet er, ob die Zufahrt sicher ist. Oben stehen 20 gigantische Antennen, über die der Datenverkehr der halben Welt abgewickelt wird. Die NASA hat eine Empfangsstation, die Europäische Weltraumbehörde auch. Sie nutzen die klare Atmosphäre über Spitzbergen. Als erstes prüft Elke den Schnee. Sie muss sicher sein, dass der Hang nicht ins Rutschen kommt. Wir sind jetzt an dem Hang oberhalb von der Lawinensicherung, die diesen Weg zu Svalbard, zu den Antennen hoch sichert. Und vor ein paar Jahren sind da hier schon mal Lawinen abgegangen und haben ein größeres Auto mitgerissen. Es ist eine ziemliche Knochenarbeit. Die beiden graben ein Loch von 1 bis 1,5 Meter Tiefe und 3 Meter Breite. Der Schnee ist hart wie Beton. Sie mühen sich redlich und kommen bei minus 28 Grad nicht mal ins Schwitzen. Für Laien sieht der Schnee wie Schnee aus, aber Elke erkennt Zwischenschichten aus Eis. Das sind die künftigen Bruchstellen, an denen sich irgendwann Schneebretter als Lawinen Richtung Tal verabschieden. Also wenn das Rote Kreuz halt meint, dass die Straße zu gefährlich ist, dann wird die Straße auch gesperrt. Und dann wären wir mit Helikopter zur Arbeit geflogen. Wer mit offenen Augen durch Maltes und Elkes neue Heimat fährt, wird schnell merken, dass Spitzbergen dem Eisbärenkult huldigt. Kein Ort ohne Hinweis auf den König der Arktis. In Hotels begrüßen sie die neuen Gäste und im Krankenhaus die frisch Verletzten. Eisbären begleiten die Bewohner Spitzbergens von der Wiege bis zum Grab. Nicht mal in der Kirche hat man vor ihnen Ruhe. Das größte und gefährlichste Landraubtier der Welt hat es zum Maskottchen geschafft. Es gibt sie in groß und abschreckend, in klein und niedlich oder als Karikatur. Auch im Supermarkt sind sie präsent. Schießen darf man sie aber nicht, nur in allergrößter Notwehr. Wer sich außerhalb geschlossener Ortschaften bewegt, muss der Bären wegen mit der Waffe umgehen können. Deshalb macht diese Gruppe von Meeresbiologen gerade eine Ausbildung auf dem Schießstand. Das Waffentraining ist obligatorisch und wird sehr ernst genommen. 20 Schuss muss jeder Schütze abfeuern, bis das die Schulter schmerzt. Silje Rekdal aus Oslo kann gut schießen, mag es aber nicht besonders. Daniela Frese aus Bremerhaven muss es erst noch lernen. Die Kommandos sind auf Englisch. Die Gruppe kommt aus der ganzen Welt. Find your position! Fire! Silje möchte auf keinen Fall einen Bären töten, aber im Notfall muss sie genau das tun. Wie geht sie mit diesem Widerspruch um? Das wäre wirklich der letzte Ausweg, der allerletzte. Man soll ja vermeiden, überhaupt erst in so eine Lage zu geraten. Aber es ist gut zu wissen, dass man sich zur Not auch wehren könnte. Ich hoffe einfach sehr, dass ich nie in eine solche Situation komme. Ausbilder Jukka Ikonen geht ziemlich ins Detail. Er trifft auf nachdenkliche Zuhörer. Jeder weiß, dass letztes Jahr ein junger, abgemagerter Bär ein Camp mit englischen Jugendlichen überfallen hat.
Ein Junge starb, drei Ausbilder wurden schwer verletzt. Auf den Kopf und in den Brustbereich, dahin müsst ihr zielen. Es gibt so eine Legende, dass man nicht auf den Kopf schießen soll, weil er so hart ist, dass die Kugeln abprallen. Das ist Blödsinn. Die Kugel geht direkt in den Schädel. Schießen darf man erst, wenn der Bär näher kommt als 30 Meter. Zweiter Teil ist ein Test im Überlebensanzug. Der Wind kommt von daher, haltet euch in diese Richtung. Für den Fall, dass die jungen Forscher bei einer Erkundungsfahrt vom Schiff oder von der Eisscholle fallen. Mit diesen Ganzkörperanzügen hätten sie eine gute Überlebenschance, auch im eiskalten Wasser. Letzte Übung ist eine Art Wasserballett mit Händchen halten. Für Meeresbiologen ist ein Jahr auf Spitzbergen ein Höhepunkt im Lebenslauf. Nirgendwo sonst lässt sich maritimes Leben so gut studieren. Silje, die Meisterschützin, hat auch mit ihrem Anzug Glück gehabt. Er hat dicht gehalten. Könnte man das 2, 3 oder 4 Stunden aushalten? Nein, aber es war jedenfalls nicht kalt. Nur wenn man die Handschuhe auszieht, wird einem sofort kalt. Und deshalb ist es toll, dass der Anzug dicht ist. Warum bildet man einen Kreis? Wir sollten uns aneinander festmachen, für das Gruppengefühl. Mitten in der Hauptstraße, an einer markanten Stelle, liegt eines der zentralen Gebäude von Longyearbyen. Der Kindergarten, einer von dreien, bei nur 2000 Einwohnern. Hier wachsen neue Wikinger heran, die einen Frühlingsanfang bei 18 Grad minus normal finden. Es gibt ein paar Wetterregeln im Kindergarten. Wenn es minus 30 Grad kalt ist, dürfen die Kinder nur 10, 15 Minuten draußen sein, anstatt 2 Stunden. Starker Wind kann sehr gefährlich werden. Es ist der Wind, der für Frostbeulen sorgt. Mona Abrahamsen, die Leiterin des Kindergartens, kennt alle Feinheiten der Kälte. Wie schützt man die Haut hier oben? Ich weiß nicht, es gibt sicher viele verschiedene Hautcremes, aber das Wichtigste ist, dass man das Gesicht schützt. Man sollte Wolle im Gesicht tragen und sie bei starkem Wind so über die Wangen ziehen. Wenn es sehr kalt ist, ziehe ich mich so an. Da fehlt noch was. Wolle am Körper und an den Händen. Das ist das Wichtigste. Heute ist Mittwoch und mittwochs steht ein Ausflug an den Rand von Longyearbyen an. Echte Nordmenschen brauchen keine Lifte zum Skifahren. Sie laufen einfach die Berge hoch, schon mit 4. Der Kindergärtner Atle Husby trägt eine Waffe. Ist es ein Problem, die Kinder zu beaufsichtigen und gleichzeitig auf Bären zu achten? Wenn wir längere Touren außerhalb der Stadt machen, dann hat einer die Aufgabe, nach Eisbären Ausschau zu halten. Aber wenn wir nahe der Stadt bleiben und gute Sicht herrscht und man wie heute nur mit 10 Kindern und 2 Erwachsenen unterwegs ist, dann ist das gar kein Problem. Spitzbergen ist eine Inselgruppe der kurzen Wege. Lange Autotouren sind auch gar nicht möglich. Das Straßennetz ist nur ein paar Dutzend Kilometer lang. Wir folgen der Landstraße fast bis zum Ende. 10 Kilometer vor der Stadt liegt das Haus von Tommy und Janne, wo sie mit ihren 2 kleinen Kindern und 12 Hunden wohnen. Ja, jetzt bist du nicht in der Bank. Oh, Thomas. Ja. Vater Tommy arbeitet als Kletterer auf einer Bohrinsel im 2-Wochen-Takt. Janne ist promovierte Meeresbiologin an der UNIS, der Universität auf Spitzbergen. Der 2-jährige Gente geht schon in den Kindergarten.
Sehr vielen gefällt es hier oben, weil die Wege so kurz sind. Wenn man in einer Großstadt lebt, ist viel Fahrerei erforderlich, um die Kinder in den Kindergarten zu bringen und selbst zur Arbeit zu kommen. Wir haben zwar ein kaltes Klima hier, aber dafür ein einfaches Leben. Zum einfachen Leben von Tommy und Janne, draußen in ihrer Einsamkeit, gehört der Luxus, das eigene Hundegespann anzuschirren und in die Weite zu fahren. Die Hunde sind die große Leidenschaft der Familie. Sie fahren mit ihnen Schlittenrennen über hunderte von Kilometern quer durch Lappland. Der Schlitten ist selbst gebaut. Ein paar Bretter Sperrholz auf Kufen und ein Visier gegen den scharfen Fahrtwind. Der kleine Gente sitzt so geschützt und lernt ganz beiläufig, wie es sich anfühlt, Hunde zu kommandieren. Was lässt sich besser ertragen, der Winter oder der kurze Sommer in der Arktis? Der Winter, der helle Winter, wenn das Licht wieder da ist. Der dunkle Winter kann ziemlich hart sein, jedenfalls für die Kinder, denn dann ist es ja 24 Stunden lang dunkel und es kann heftige Stürme geben. Da nimmt man die Kinder nicht mehr nach draußen. Abends kommt Wind auf und pfeift um die Ecken im Stadtteil Nybüen, dem Studentenviertel. Ein Zimmer kostet rund 400 Euro. Wer nur 1000 Euro im Monat Stipendium hat, für den ist das viel Geld. Sie haben zusammen Essen gekauft und ein bisschen Wein. Alle sind höhere Semester. Anfänger dürfen nicht nach Spitzbergen. Die Gruppe ist nach ihrem Bad im Polarmeer froh, wieder im Warmen zu sein. Was isst man hier als Student? Ganz verschieden. Essen ist sehr teuer, vor allem Fleisch. Heute gibt es aber mal Frikadellen. Man muss kreativ sein. Ohne Eier? Ja, ohne Eier. Die haben wir leider vergessen. Aber dafür nehmen wir jetzt Kartoffeln. Ich bin ja Norwegerin. Wir lassen uns in solchen Situationen was einfallen und Kartoffeln, die passen ja eigentlich immer. Jeder von ihnen, Luc und Bastian aus den Niederlanden, Silje aus Oslo, Sarah aus den USA und Alex aus England, jeder hat sein eigenes Verhältnis zu Spitzbergen. Ich bin hier, weil ich mich sehr für Meereswissenschaften interessiere. Dafür ist Spitzbergen der beste Platz der Welt. Mich ziehen beide Pole an, Nord- und Südpol, wegen des extremen Klimas. Es ist ganz einzigartig, was hier lebt. Ich bin jetzt zum 5. Mal auf Spitzbergen. 2010 war ich zum ersten Mal hier und habe mich total in diesen Ort verliebt. Ich musste einfach immer wieder zurück. Toll ist, dass man hier rausgeht und nach ein paar hundert Metern völlig allein ist. Man wird richtig geschluckt von der Natur. Gleichzeitig macht mir das aber auch ein bisschen Angst. Das Einzige, was mich stört, ist die Waffenpflicht. Ohne Waffe bin ich in der Stadt gefangen. Und mit Waffe, wenn ich wandere oder eine Skitour mache, fühle ich mich unwohl. Es ist sehr, sehr kalt. Okay, wenn es windstill ist. Aber wenn dann noch der Wind weht, dann geht die Kälte direkt durch einen durch.
Es ist Sommer auf Spitzbergen. Den kann man daran erkennen, dass der nördlichste Campingplatz der Welt geöffnet hat. Der Schnee hat sich auf Lagen über 500 Meter zurückgezogen. Auf dem Permafrostboden gedeiht das Wollgras. Ansonsten dominieren alle Farbtöne des Brauns. Die Scooter haben Sommerpause, die Straßen sind eisfrei. Wir kehren zurück zu Tommy und seiner Familie. Sie genießen den kurzen arktischen Sommer auf ganz besondere Art. Die Hunde brauchen auch jetzt Auslauf, wo mangels Schnee keine großen Touren anstehen. So, Gaute. Are we clear da? Okay. Den Hunden gelingt es spielend, den 3 Tonnen schweren Geländewagen Kilometer um Kilometer auf der Landstraße Richtung Longyearbyen zu ziehen. Auch wenn sie mit dem Rechtsverkehr anfangs ihre Probleme haben, die Last scheint ihnen nichts auszumachen. Sie schaffen auf ebener Strecke ohne Mühe 18 Kilometer pro Stunde. Am nächsten Tag lassen wir uns vom Hauptort Longyearbyen mit dem Schiff zum Gletscher Nordenskjöldbreen und zur ehemaligen Kohlensiedlung Pyramiden bringen. Die anderen Passagiere fahren nur für einen Tag in den Norden von Spitzbergen. Wir bleiben länger und vertrauen uns einem versierten Führer an, dem deutschen Polargeologen Carsten Piepion. Mit dabei ist Sarah Gerards, Weltenbummlerin aus Belgien. Chef Stuart Stein erklärt den Sicherheitsanzug für den Fall, dass der betagte Dampfer, Baujahr 54, auf Grund laufen sollte. Wenn wir ins Wasser springen, müsst ihr die Hände so halten. Die Fahrt geht nordwärts, Stunde um Stunde, bei etwa 8 Grad Sommerwärme, immer in Landnähe einen Fjord entlang. Bis irgendwann eine 350 Meter hohe Eiswand auftaucht. Der Nordenskjöldgletscher. Im Wasser schwimmen Eisbrocken, mit denen sich gut ein Drink zubereiten lässt. Gletschereis ist Süßwasser. Es ist sehr alt, sehr rein und klar. So, this ice is close to. Das Eis ist fast 4.900 Jahre alt. Es enthält kaum noch Blasen. Nehmt euch ein Glas und lauscht. Es ist voll Spannung. Es wird euch selbst erzählen, wie alt es ist. Die Zahl ist eher geraten, aber die Tagestouristen an Bord der Langøysund nehmen es ihm ab, mit dem Likörglas in der Hand und dem Gletscher in Sichtweite. Man darf dem Gletscher niemals zu nahe kommen. Das ist eine Masse Eis. Die Brocken, die da runterfallen können, sind nicht so gewaltig wie etwa in Grönland. Aber ein kleines Boot oder ein Kajak können sie schon zum Kentern bringen. Auf der anderen Seite der Bucht liegt die verlassene Bergbausiedlung Pyramiden, eine Geisterstadt. 70 Jahre lang haben die Russen hier Kohle abgebaut. Carsten Piepion kennt sich hier aus. Er hat schon ein Dutzend Expeditionen in der kargen Natur Spitzbergens geleitet. Einige Russen leben hier. In der Geisterstadt kann man günstig Wodka kaufen. Den restlichen Proviant haben wir dabei. Die Russen durften hier siedeln, weil sie den Spitzbergen-Vertrag unterschrieben haben, der bestimmt, dass alles, was unter dem Eis liegt, geteilt wird. Diese Siedlung, Pyramiden, haben sie vor 15 Jahren dicht gemacht. Mit dem Ende des Sozialismus schwand auch die Bereitschaft, sich eine kommunistische Mustersiedlung in der Arktis zu leisten, zu Füßen der Pyramide, die der Siedlung ihren Namen gab. Unsere Wandergruppe ist auf 5 Leute angewachsen,
darunter drei Geologen. Wir passieren die Siedlung, vorbei an Quartieren für einstmals 1000 Menschen. Auf dem Weg ins Mumiental zeigt uns Carsten Schätze der Arktis, die sonst leicht zu übersehen sind. Die Vegetation der Arktis ist empfindlich. Man muss aufpassen, nicht aus Versehen auf den kleinsten Baum der Welt zu treten. Das, was man hier sieht, das ist eine Polarweide. Das ist wahrscheinlich eine einzige Pflanze. Aber im Gegensatz zu den Bäumen, die wir bei uns kennen, die nach oben wachsen mit einem richtigen Stamm, kriechen diese Pflanzen einfach nur über den Boden. Wenn man das ein bisschen aufgraben würde, würde man also dann so kleine Ästchen, Stämmchen finden. Aber dadurch ist die Pflanze natürlich total geschützt vor den ganzen Winden und der Kälte und hat sich wunderbar angepasst. Nach ein paar Stunden kommen wir ins Mumintal. Das Flussbett ist jetzt im Sommer begehbar. Und Carsten findet, nach einigem Suchen, Belege aus einer sehr fernen Vergangenheit. Wir haben hier Korallen. Und Korallen gibt es heute, die nördlichsten Korallen sind im Roten Meer. Das heißt, schon im Mittelmeer ist es zu kühl vor Korallen. Und man muss sich natürlich die Frage stellen, wir können hier nicht gewachsen sein. Die Gletscher nebenan hier überall rum. Entweder war es auf der Erde viel wärmer als heute oder Spitzbergen war nicht da, wo es heute liegt. Und tatsächlich ist Spitzbergen im Laufe der letzten 600 Millionen Jahre ziemlich weit gedriftet. Von der Gegend vom Südpol ist es dann über die ganze Erde, Äquator und die Tropengebiete in seine heutige Lage gedriftet. Und diese Korallen sind etwa 340 Millionen Jahre alt. Und zu dieser Zeit lag Spitzbergen etwa auf der Höhe der heutigen Bahamas. Man hätte also da wunderbar sein Caipirinha trinken können, während wir heute uns hier einen abfrieren. Zu dem wärmeren Klima passen auch die Versteinerungen am Flussufer. Hier hat mal ein Wald gestanden, vor 300 Millionen Jahren. Wahrscheinlich der älteste Wald der Welt. Pyramiden hat zwar keine Kirche, dafür aber eine Kapelle des Wodkas. Ein Haus komplett aus Flaschen gebaut. Ergebnis monatelangen Trinkens und vermutlich ebenso langer Bauzeit. Von russischen Bergarbeitern Mitte der 80er Jahre errichtet. Es gibt zaghafte Versuche, die Geisterstadt zu beleben oder wenigstens ihren Verfall zu stoppen. Hier steht das nördlichste Lenin-Denkmal der Welt. Die Fußwege sind beheizbar. Kohle gibt es ja genug. Während unserer Wanderung haben wir uns regelmäßig umgedreht, denn Küstenregionen sind das Gebiet der Eisbären. Und die sind sehr neugierig. Wir haben einmal die Situation gehabt, da sind Eisbären nicht verschwunden. Eine Bärin mit ihrem Jungen, die hat das Camp eine Woche lang belagert in Nordostspitzbergen. Wir haben uns die ganze Zeit eigentlich ein bisschen gewundert. Wir wurden aber gute Nachbarn. Wir haben die beiden Heinrich und Hertha genannt und hatten dann auch Bärenwache, was wir normalerweise nicht tun. An den Szenen, die Carsten filmte, sieht man, wie nahe Mutter Bär dem Camp kam. Als Hertha sich zu sehr für das Proviantlager interessiert, reicht ein einfacher Schuss aus der Signalpistole in die Luft. Doch die Bären blieben in der Nähe. Und eines Morgens passierte was sehr Aufregendes. Da trieb eine Eisscholle mit einer Robbe drauf an unserem Strand vorbei. Und die Eisbären schwamm auf diese Scholle zu. Allerdings hatte sie den Kopf nicht aus dem Wasser, was sie normalerweise machen, damit die Robbe die drei Punkte von Augen und Nase von der Bärin nicht sieht, sondern sie hatte den Hintern aus dem Wasser und sah selbst aus wie ein treibendes Stück Eis. Und kurz vor der Scholle tauchte die Eisbärin unter
Und wir warteten da mit offenen Mündern und was passiert hier jetzt? Und nach einer halben Minute oder so kamen die Bären hinter der Eisscholle hochgeschossen, sprang auf die Robbe, beide ins Wasser rein und haben gekämpft. Und nach einer halben Minute war die Robbe tot und die beiden hatten wieder ordentlich was zu fressen. Wir verabschieden uns aus der Geisterstadt Pyramiden. Niemand weiß, ob die Russen hier eines Tages wieder Kohle fördern. Sicher ist, dass Carsten wiederkommt. In die Hauptstadt Spitzbergens, Longyearbyen, kehren wir noch einmal während der polaren Nacht zurück. Sie beginnt Mitte November und dauert bis Mitte Januar. In ihr bleibt es immer dunkel. So dunkel, dass die Rentiere ihre innere Uhr abstellen. Tag und Nacht gleichen sich. Menschen wie Elke und Malte aber müssen ihren Rhythmus halten. Malte, der Geologe und Kohlensucher, und Elke, die Expertin für Lawinen, wohnen seit 10 Jahren auf Spitzbergen und sind damit schon Urgestein. Es ist nach Feierabend, dabei ist es mittags genauso dunkel. Habt ihr unterschiedliche Strategien gegen die Dunkelheit? Schlafen. Schlafen. Ja, also ich schwöre auf Tran, so wie die ganzen Norweger. Jeden Morgen ein Esslöffel Tran. Ich nehme Wein. Ja, der Malte braucht es nicht. Und Kaffee in der Früh, um halt richtig in die Gänge zu kommen. Und dann halt Licht. Viel Licht so tagsüber. Und dann früh schlafen gehen. Und viel machen. Viel Sachen machen. Also die Dunkelzeit ist ja sowieso so eine soziale Zeit. Da passiert ja total viel. Doch irgendwann beginnt der hellere Teil des Winters. Hinter den Bergen scheint schon die Sonne und schickt weiches Licht quer über den Horizont. Ende Januar werden die Tage dann schnell länger. Die Konturen heben sich ab. Der Eisfjord, der trotz seines Namens schon lange nicht mehr zugefroren ist, dampft, weil das warme Meerwasser des Golfstroms auf eiskalte polare Luft trifft. Wenn dann noch Hochdruck herrscht und der Wind sich legt, dann ist Zeit für kleine Fluchten. Raus aus den beengten Wohnungen und den Grenzen einer Kleinstadt, hinaus in die Natur. Die Hauptstadt mit ihren 2000 Einwohnern liegt im schattigen Tal. Es ist Tradition unter den jungen Leuten, alljährlich am 16. Februar der Sonne entgegenzuwandern. Malte, ist das ein ganz normaler Wandertag? Nein, heute werden wir die Sonne sehen. Hoffentlich. Hoffentlich vielleicht, wenn die Wolken nicht noch mehr kommen. Wie lange habt ihr sie unten im Tal nicht gesehen? Sie war jetzt im Tal nicht zu sehen seit Ende Oktober. Ja, eigentlich Mitte Oktober sogar, oder? Direkt im Tal seit Mitte Oktober nicht mehr zu sehen. Also seit fast vier Monaten. Da vorne ist er, der Gipfel, der Trollstein. Noch vielleicht 500 Meter am Grat entlang. Und? Werden wir die Sonne sehen? Schaut eher schlecht aus. Hat sich leider hier so ein fieses Wolkenband reingeschoben von Westen und das sieht nicht gut aus. Aber vielleicht haben wir Glück. Es gibt ein kleines Loch. Das letzte Stück, ein Grat. Malte, es sieht nicht nach Sonne aus. Nee, es sieht leider nicht nach Sonne aus. Es hat sogar zum Schneien angefangen. Sehr schade. Malte wäre nicht Geologe, wenn er nicht sofort anfangen würde, den Felsen oben auf dem Trollsteingipfel freizulegen. Wo ist die Sonne? Da! Da ist die Sonne, hinter den Wolken. Hinter den Wolken. Juhu. Also da ist der eine Berg und hier ist der andere Berg. Und genau hier ist er. To the sun. Ja, to the sun.
Aber die Sonne ist nicht zu sehen. But it's there. We know it's there. The sun is there. We are. Der offizielle Stichtag für die Rückkehr der Sonne ist der 8. März. Morgens leuchtet der Mond. Es sieht nach einem klaren Tag aus. Wie jeden Morgen setzt sich Malte auf sein Mountainbike mit den Spikes und saust ins Tal. An den Hängen gegenüber scheint die Sonne schon seit ein paar Wochen. Aber Fest ist Fest und Termin ist Termin. Gegen 12 Uhr mittags strömen die Schulklassen zum Sammelplatz, um die Sonne zu begrüßen. Es wäre schön, wenn sie sich an ihrem Ehrentag wirklich blicken ließe. Seit 2005 hat sich die Sonne just an diesem Tag immer versteckt. Für die Jüngeren, wie die Kinder von Janne und Tommy, wäre es das erste Mal. Eine besondere Rolle spielt die schmucklose Holztreppe, auf der die 10-jährige Cyril gerade ihren Preis für den besten Sonnensticker entgegennimmt. Von dort soll man die Sonne sehen, wenn man sich reckt. Das ist die alte Krankenhaustreppe. Früher sagte man, wer die Dunkelheit überlebt und die Sonne auf der Krankenhaustreppe sieht, wird wieder ganz gesund. Das ist der alte Volksglaube, dass alles gut wird, wenn die Sonne so weit hinunter ins Tal scheint. Doch so viel sie auch nach der Sonne rufen, sie lässt sich unten im Tal nicht blicken. Irgendwer hat sich offenbar in der Zeit verrechnet. Die Kinder, vor allem die Kleinen, drängen nach Haus. Und dann, eine Viertelstunde zu spät, ist sie plötzlich da. Erwachsene Menschen freuen sich wie kleine Kinder über diesen Frühlingsanfang bei minus 28 Grad. Jetzt kommt sie richtig. Fantastisch, einfach fantastisch. Was ist fantastisch? Die Sonne, wir haben sie so lange entbehrt. Die Leute denken ja oft, dass es hier im Winter dunkel ist und man nichts, deshalb nichts machen kann. Aber das stimmt nicht, weil man hat den Vollmond, da kann man, der Vollmond ist unsere Sonne im Winter. Und jeder Lichtschein, wenn Schnee liegt, kann man wirklich, der kann man ausnutzen und dann sieht man die Landschaft. Sobald man aus der Stadt rausgeht, sieht man wahnsinnig viel. Der Winter in der Arktis hat einen unverdient schlechten Ruf. Es gibt Menschen, denen selbst Longyearbyen mit seinen 2000 Einwohnern und seinen ebenso vielen Motorscootern zu belebt ist. Wir setzen unsere Spitzbergentour fort und besuchen Menschen, die sich im Eis einfrieren lassen. Nach knapp 2 Stunden erreichen wir den Tempelfjord, der jetzt Anfang März einen dicken Eispanzer trägt. Dort liegt, mitten im Eis, ein altes Feuerschiff. Eingefroren und unbeweglich. Und das mit Absicht. Die Norderlicht ist eine Herberge, ein Hotelschiff mit Kapitän, Steuerfrau und Köchin. Besuch ist erwünscht und wird mit Kaffee und Rosinenwecken empfangen. Maike Grunefeld ist Steuerfrau mit Diplom. Sie hat das Schiff im frühen Winter hierher gelotst und vergewissert sich täglich, dass das Eis stabil genug ist für Besatzung und Besucher. Früher war es die größte Sorge für Überwinterer, dass Eisschollen das Schiff zerdrücken könnten.
Doch die Schiffe waren damals aus Holz und nicht aus Stahl wie die Norderlicht. Das Eis muss sogar dick sein. Wenn auf dem offenen Meer ein Sturm ausbricht, könnten wir sonst ins Treiben geraten. Deshalb muss das Eis stabil sein. Kaum vorzustellen, dass so dickes Eis brechen kann. 48 Zentimeter. Was hat dich hierher gezogen? Es ist schön, das hier anderen zu zeigen. Die Leute kommen auch zum Übernachten hierher. Neulich war es minus 25 Grad kalt und windig. Und dann ist es gut, den Besuch mit einer heißen Suppe empfangen zu können. Unter Deck herrscht Jackie, die mitten in der Arktis gerade einen Kuchen mit niederländischen Importäpfeln zubereitet. Jackie hat 20 Jahre lang in Amsterdam für Filmcrews gekocht und weiß nun die Einsamkeit zu schätzen. Ich bin toll auf die Rentiere. Ich liebe Rentiere, wirklich. Und sie sind dazu auch noch so lecker. Eisbären habe ich vorletztes Jahr hier gesehen und letztes auch, aber dieses Jahr noch nicht. Das kann ja noch kommen. Das hoffe ich. Das kommt vielleicht noch wel. Ich hoffe es. Jackies Gäste sind 2 Stunden mit dem Motorscooter aus dem Hauptort herübergesaust. Nach Kaffee und Gebäck geht es gleich wieder in die Kälte. Ein Sonntagsausflug in der Arktis. Am Schonermast hängt stolz und steif die Fahne der Niederlande und erinnert an den Steuermann Willem Barents, der dem Land und der See vor 400 Jahren seinen Namen gab. Maike ist gern seinen Spuren gefolgt. Ja, de Rust, die het Landschap uitstraalt. Ich liebe die Stille und staune, dass eine so eintönige Landschaft, die eigentlich nur 3 Farben hat, schwarz, weiß und grau, doch einen ganzen Winter lang so faszinierend sein kann. Können hier den hele Winter blijven verbazen. Kommt Wind auf und pfeift um die Ecken im Stadtteil Nybüen, dem Studentenviertel. Ein Zimmer kostet rund 400 Euro. Wer nur 1000 Euro im Monat Stipendium hat, für den ist das viel Geld. Sie haben zusammen Essen gekauft und ein bisschen Wein. Alle sind höhere Semester. Anfänger dürfen nicht nach Spitzbergen. Die Gruppe ist nach ihrem Bad im Polarmeer froh, wieder im Warmen zu sein. Was isst man hier als Student? Ganz verschieden. Essen ist sehr teuer, vor allem Fleisch. Heute gibt es aber mal Frikadellen. Man muss kreativ sein. Ohne Eier? Ja, ohne Eier. Die haben wir leider vergessen. Aber dafür nehmen wir jetzt Kartoffeln. Ich bin ja Norwegerin. Wir lassen uns in solchen Situationen was einfallen und Kartoffeln, die passen ja eigentlich immer. Jeder von ihnen, Luc und Bastian aus den Niederlanden, Silje aus Oslo, Sarah aus den USA und Alex aus England, jeder hat sein eigenes Verhältnis zu Spitzbergen. Ich bin hier, weil ich mich sehr für Meereswissenschaften interessiere. Dafür ist Spitzbergen der beste Platz der Welt.
Mich ziehen beide Pole an, Nord- und Südpol, wegen des extremen Klimas. Es ist ganz einzigartig, was hier lebt. Ich bin jetzt zum 5. Mal auf Spitzbergen. 2010 war ich zum 1. Mal hier und habe mich total in diesen Ort verliebt. Ich musste einfach immer wieder zurück. Toll ist, dass man hier rausgeht und nach ein paar hundert Metern völlig allein ist. Man wird richtig geschluckt von der Natur. Gleichzeitig macht mir das aber auch ein bisschen Angst. Das Einzige, was mich stört, ist die Waffenpflicht. Ohne Waffe bin ich in der Stadt gefangen. Und mit Waffe, wenn ich wandere oder eine Skitour mache, fühle ich mich unwohl. Es ist sehr, sehr kalt. Okay, wenn es windstill ist. Aber wenn dann noch der Wind weht, dann geht die Kälte direkt durch einen durch. Und eines Morgens passierte was sehr Aufregendes. Da trieb eine Eisscholle mit einer Robbe drauf an unserem Strand vorbei. Und die Eisbärin schwamm auf diese Scholle zu. Allerdings hatte sie den Kopf nicht aus dem Wasser, was sie normalerweise machen, damit die Robbe die drei Punkte von Augen und Nase von der Bärin nicht sieht, sondern sie hatte den Hintern aus dem Wasser und sah selbst aus wie ein treibendes Stück Eis. Und kurz vor der Scholle tauchte die Eisbärin unter. Und wir warteten da mit offenen Mündern und was passiert hier jetzt? Und nach einer halben Minute oder so kamen die Bären hinter der Eisscholle hochgeschossen, sprang auf die Robbe, beide ins Wasser rein und haben gekämpft. Und nach einer halben Minute war die Robbe tot und die beiden hatten wieder ordentlich was zu fressen. Wir verabschieden uns aus der Geisterstadt Pyramiden. Niemand weiß, ob die Russen hier eines Tages wieder Kohle fördern. Sicher ist, dass Carsten wiederkommt. In die Hauptstadt Spitzbergens, Longyearbyen, kehren wir noch einmal während der polaren Nacht zurück. Sie beginnt Mitte November und dauert bis Mitte Januar. In ihr bleibt es immer dunkel. So dunkel, dass die Rentiere ihre innere Uhr abstellen. Tag und Nacht gleichen sich. Menschen wie Elke und Malte aber müssen ihren Rhythmus halten. Malte, der Geologe und Kohlensucher, und Elke, die Expertin für Lawinen, wohnen seit 10 Jahren auf Spitzbergen und sind damit schon Urgestein. Es ist nach Feierabend, dabei ist es mittags genauso dunkel. Habt ihr unterschiedliche Strategien gegen die Dunkelheit? Schlafen. Schlafen. Ja, also ich schwöre auf Tran, so wie die ganzen Norweger. Jeden Morgen ein Esslöffel Tran. Ich nehme Wein. Ja. Der Malte braucht es nicht. Und Kaffee in der Früh, um halt richtig in die Gänge zu kommen. Und dann halt Licht. Viel Licht so tagsüber. Und dann früh schlafen gehen. Und viel machen. Viel Sachen machen. Also die Dunkelzeit ist ja sowieso so eine soziale Zeit. Da passiert ja total viel. Doch irgendwann beginnt der hellere Teil des Winters. Hinter den Bergen scheint schon die Sonne und schickt weiches Licht quer über den Horizont. Ende Januar werden die Tage dann schnell länger. Die Konturen heben sich ab. Der Eisfjord, der Trott 100 Meter zurückgezogen. Auf dem Permafrostboden gedeiht das Wollgras. Ansonsten dominieren alle Farbtöne des Brauns. Die Scooter haben Sommerpause, die Straßen sind eisfrei. Wir kehren zurück zu Tommy und seiner Familie. Sie genießen den kurzen arktischen Sommer auf ganz besondere Art.
Die Hunde brauchen auch jetzt Auslauf, wo mangels Schnee keine großen Touren anstehen. So, Gerte. Hab ich Leute da? Okay. Den Hunden gelingt es spielend, den 3 Tonnen schweren Geländewagen Kilometer um Kilometer auf der Landstraße Richtung Longyearbyen zu ziehen. Let's go, ha, 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 ha. Auch wenn sie mit dem Rechtsverkehr anfangs ihre Probleme haben, die Last scheint ihnen nichts auszumachen. Sie schaffen auf ebener Strecke ohne Mühe 18 Kilometer pro Stunde. Am nächsten Tag lassen wir uns vom Hauptort Longyearbyen mit dem Schiff zum Gletscher Nordenskjöldbreen und zur ehemaligen Kohlensiedlung Pyramiden bringen. Die anderen Passagiere fahren nur für einen Tag in den Norden von Spitzbergen. Wir bleiben länger und vertrauen uns einem versierten Führer an, dem deutschen Polargeologen Carsten Piepion. Mit dabei ist Sarah Gerards, Weltenbummlerin aus Belgien. Chef Stuart Stein erklärt den Sicherheitsanzug für den Fall, dass der betagte Dampfer, Baujahr 54, auf Grund laufen sollte. Wenn wir ins Wasser springen, müsst ihr die Hände so halten. Die Fahrt geht nordwärts, Stunde um Stunde, bei etwa 8 Grad Sommerwärme, immer in Landnähe einen Fjord entlang. Bis irgendwann eine 350 Meter hohe Eiswand auftaucht. Der Nordenskjöldgletscher. Im Wasser schwimmen Eisbrocken, mit denen sich gut ein Drink zubereiten lässt. Gletschereis ist Süßwasser. Es ist sehr alt, sehr rein und klar. So, this ice is close to. Das Eis ist fast 4. Und vor ein paar Jahren sind halt hier schon mal Lawinen abgegangen und haben ein größeres Auto mitgerissen. Es ist eine ziemliche Knochenarbeit. Die beiden graben ein Loch von 1 bis 1,5 Meter Tiefe und 3 Meter Breite. Der Schnee ist hart wie Beton. Sie mühen sich redlich und kommen bei minus 28 Grad nicht mal ins Schwitzen. Für Laien sieht der Schnee wie Schnee aus. Aber Elke erkennt Zwischenschichten aus Eis. Das sind die künftigen Bruchstellen, an denen sich irgendwann Schneebretter als Lawinen Richtung Tal verabschieden. Also wenn das Rote Kreuz halt meint, dass die Straße zu gefährlich ist, dann wird die Straße auch gesperrt. Und dann werden wir mit Helikopter zur Arbeit geflogen. Wer mit offenen Augen durch Maltes und Elkes neue Heimat fährt, wird schnell merken, dass Spitzbergen dem Eisbärenkult huldigt. Kein Ort ohne Hinweis auf den König der Arktis. In Hotels begrüßen sie die neuen Gäste und im Krankenhaus die frisch Verletzten. Eisbären begleiten die Bewohner Spitzbergens von der Wiege bis zum Grab. Nicht mal in der Kirche hat man vor ihnen Ruhe. Das größte und gefährlichste Landraubtier der Welt hat es zum Maskottchen geschafft. Es gibt sie in groß und abschreckend, in klein und niedlich oder als Karikatur. Auch im Supermarkt sind sie präsent. Schießen darf man sie aber nicht, nur in allergrößter Notwehr. Wer sich außerhalb geschlossener Ortschaften bewegt, muss der Bären wegen mit der Waffe umgehen können. Deshalb macht diese Gruppe von Meeresbiologen gerade eine Ausbildung auf dem Schießstand. Das Waffentraining ist obligatorisch und wird sehr ernst genommen. 20 Schuss muss jeder Schütze abfeuern, bis das die Schulter schmerzt. Silje Rekdal aus Oslo kann gut schießen, mag es aber nicht besonders. Daniela Frese aus Bremerhaven muss es erst noch lernen. Die Kommandos sind auf Englisch. Die Gruppe kommt aus der ganzen Welt.
Find your position! Fire! Gun! Silje möchte auf keinen Fall einen Bären töten, aber im Notfall muss sie genau das tun. Wie geht sie mit diesem Widerspruch um? Das wäre wirklich der letzte Ausweg, der allerletzte. Man soll ja vermeiden, überhaupt erst in so eine Lage zu... Die Sonne sehen? Schaut eher schlecht aus. Hat sich leider hier so ein fieses Wolkenband reingeschoben. Von Westen, und das sieht nicht gut aus. Aber vielleicht haben wir Glück. Es gibt ein kleines Loch. Das letzte Stück. Ein Grat. Malte, es sieht nicht nach Sonne aus. Nee, sieht leider nicht nach Sonne aus. Es hat sogar zum Schneien angefangen. Sehr schade. Malte wäre nicht Geologe, wenn er nicht sofort anfangen würde, den Felsen oben auf dem Trollsteingipfel freizulegen. Wo ist die Sonne? Da! Da ist die Sonne, hinter den Wolken. Hinter den Wolken. Juhu. Also da ist der eine Berg und hier ist der andere Berg. Und genau hier ist er. To the sun. Ja, to the sun. Aber die Sonne ist nicht zu sehen. But it's there. We know it's there. The sun is there. We are. Der offizielle Stichtag für die Rückkehr der Sonne ist der 8. März. Morgens leuchtet der Mond. Es sieht nach einem klaren Tag aus. Wie jeden Morgen setzt sich Malte auf sein Mountainbike mit den Spikes und saust ins Tal. An den Hängen gegenüber scheint die Sonne schon seit ein paar Wochen. Aber Fest ist Fest und Termin ist Termin. Gegen 12 Uhr mittags strömen die Schulklassen zum Sammelplatz, um die Sonne zu begrüßen. Es wäre schön, wenn sie sich an ihrem Ehrentag wirklich blicken ließe. Seit 2005 hat sich die Sonne just an diesem Tag immer versteckt. Für die Jüngeren, wie die Kinder von Janne und Tommy, wäre es das erste Mal. Während die Geologen wieder und wieder die ersten Proben des neuen Flözes begutachten, wärmen sich die Bohrleute im Container auf. Sie sehen den ganzen Tag nur Eis und Kohle. Habt ihr hier manchmal vierbeinigen Besuch? Nein, toi toi toi, den hatten wir Gott sei Dank noch nicht, jedenfalls nicht hier. Aber als wir an der Westküste gebohrt haben, da hatten wir Besuch von Eisbären. Aber es ist sehr selten, dass Eisbären hoch ins Gebirge kommen, auf den Gletscher. Die bleiben lieber unten an der Küste. Und wenn doch einmal unerwünschter Besuch kommt, was macht ihr dann? Wir haben Schrot und Signalmunition. Und sonst schließen wir uns hier ein. Auf dem Heimweg nach Longyearbyen wissen wir nun, dass Spitzbergen unter der weißen Oberfläche schwarz ist. Elke Morgner ist die Freundin von Malte, studierte Geografin und seit 10 Jahren auf Spitzbergen. Mittlerweile gibt es viele Frauen in der Arktis, vor allem in der Forschung, aber auch in den alten Domänen der Männer. Elke leitet die Lawinenwacht des Roten Kreuzes. Einmal die Woche fährt sie mit dem hochbeinigen Geländewagen auf ein Plateau über eine steile Gebirgsstraße, dem einzigen Zugangsweg.
Rico Behlke arbeitet hier und gemeinsam mit Elke testet er, ob die Zufahrt sicher ist. Oben stehen 20 gigantische Antennen, über die der Datenverkehr der halben Welt abgewickelt wird. Die NASA hat eine Empfangsstation, die Europäische Weltraumbehörde auch. Sie nutzen die klare Atmosphäre über Spitzbergen. Als erstes prüft Elke den Schnee. Sie muss sicher sein, dass der Hang nicht ins Rutschen kommt. Wir sind jetzt an dem Hang oberhalb von der Lawinensicherung, die diesen Weg zu Svalbard, zu den Antennen hoch sichert. Und vor ein paar Jahren sind halt hier schon mal Lawinen abgegangen und haben ein größeres Auto mitgerissen. Es ist eine ziemliche Knochenarbeit. Die beiden graben ein Loch von 1 bis 1,5 Meter Tiefe und 3 Meter Breite. Der Schnee ist hart wie Beton. Sie mühen sich redlich und kommen bei minus 28 Grad nicht mal ins Schwitzen. Für Laien sieht der Schnee wie Schnee aus, aber Elke erkennt Zwischenschichten aus Eis. Das sind die künftigen Bruchstellen, an denen sich irgendwann Schneebretter als Lawinen Richtung Tal verabschieden. Also wenn das Rote Kreuz halt meint, dass die Straße zu gefährlich ist, dann wird die Straße auch gesperrt. Und dann werden wir mit Helikopter zur Arbeit geflogen. Alljährlich am 16. Februar der Sonne entgegenzuwandern. Malte, ist das ein ganz normaler Wandertag? Nein, heute werden wir die Sonne sehen. Hoffentlich. Hoffentlich vielleicht, wenn die Wolken nicht noch mehr kommen. Wie lange habt ihr sie unten im Tal nicht gesehen? Sie war jetzt im Tal nicht zu sehen seit Ende Oktober. Ja, eigentlich Mitte Oktober sogar, oder? Direkt im Tal seit Mitte Oktober nicht mehr zu sehen. Also seit fast vier Monaten. Da vorne ist er, der Gipfel, der Trollstein. Noch vielleicht 500 Meter am Grat entlang. Und? Werden wir die Sonne sehen? Schaut eher schlecht aus. Hat sich leider hier so ein fieses Wolkenband reingeschoben von Westen und das sieht nicht gut aus. Aber vielleicht haben wir Glück. Es gibt ein kleines Loch. Das letzte Stück. Ein Grat. Malte, es sieht nicht nach Sonne aus. Nee, es sieht leider nicht nach Sonne aus. Es hat sogar zum Schneien angefangen. Sehr schade. Malte wäre nicht Geologe, wenn er nicht sofort anfangen würde, den Felsen oben auf dem Trollsteingipfel freizulegen. Wo ist die Sonne? Da! Da ist die Sonne, hinter den Wolken. Hinter den Wolken. Juhu. Also da ist der eine Berg und hier ist der andere Berg. Und genau hier ist er. Zu der Sand. Ja, zu der Sand. Aber die Sonne ist nicht zu sehen. But it's there. We know it's there. The sun is there. We are. Der offizielle Stichtag für die Rückkehr der Sonne ist der 8. März. Morgens leuchtet der Mond. Es sieht nach einem klaren Tag aus. Wie jeden Morgen setzt sich Malte auf sein Mountainbike mit den Spikes und saust ins Tal. An den Hängen gegenüber scheint die Sonne schon seit ein paar Wochen. Aber fest ist fest und Termin ist Termin. Gegen 12 Uhr Mittag, Dunkelheit? Schlafen. Schlafen. Ja, also ich schwöre auf Tran, so wie die ganzen Norweger. Jeden Morgen ein Esslöffel Tran. Ich nehme Wein. Ja. Der Malte braucht es nicht. Und Kaffee in der Früh, um halt richtig in die Gänge zu kommen. Und dann halt Licht. Viel Licht so tagsüber. Und dann früh schlafen gehen. Und viel machen.
viel Sachen. Also die Dunkelzeit ist ja sowieso so eine soziale Zeit. Da passiert ja total viel. Doch irgendwann beginnt der hellere Teil des Winters. Hinter den Bergen scheint schon die Sonne und schickt weiches Licht quer über den Horizont. Ende Januar werden die Tage dann schnell länger. Die Konturen heben sich ab. Der Eisfjord, der trotz seines Namens schon lange nicht mehr zugefroren ist, dampft, weil das warme Meerwasser des Golfstroms auf eiskalte polare Luft trifft. Wenn dann noch Hochdruck herrscht und der Wind sich legt, dann ist Zeit für kleine Fluchten. Raus aus den beengten Wohnungen und den Grenzen einer Kleinstadt, hinaus in die Natur. Die Hauptstadt mit ihren 2000 Einwohnern liegt im schattigen Tal. Es ist Tradition unter den jungen Leuten, alljährlich am 16. Februar der Sonne entgegenzuwandern. Malte, ist das ein ganz normaler Wandertag? Nein, heute werden wir die Sonne sehen. Hoffentlich. Hoffentlich vielleicht, wenn die Wolken nicht noch mehr kommen. Wie lange habt ihr sie unten im Tal nicht gesehen? Sie war jetzt im Tal nicht zu sehen seit Ende Oktober. Ja, eigentlich Mitte Oktober sogar, oder? Direkt im Tal, Tal seit Mitte Oktober nicht mehr zu sehen. Also seit fast vier Monaten. Da vorne ist er, der Gipfel, der Trollstein. Noch vielleicht 500 Meter am Grat entlang. Und? Werden wir die Sonne sehen? Schaut eher schlecht aus. Hat sich leider hier so ein fieses Wolkenband reingeschoben von Westen und das sieht nicht gut aus. Aber vielleicht haben wir Glück. Es gibt ein kleines Loch. Das letzte Stück, ein Grat. Malte, es sieht nicht nach Sonne aus. Nee, sieht leider nicht nach Sonne aus. Es hat sogar zum Schneien angefangen. Sehr schade. Malte wäre nicht Geologe, wenn er nicht sofort anfangen würde, den Felsen oben auf dem Trollstein. Wir haben Schrot und Signalmunition. Und sonst schließen wir uns hier ein. Los, das bringt. Auf dem Heimweg nach Longyearbyen wissen wir nun, dass Spitzbergen unter der weißen Oberfläche schwarz ist. Elke Morgner ist die Freundin von Malte, studierte Geografin und seit 10 Jahren auf Spitzbergen. Mittlerweile gibt es viele Frauen in der Arktis, vor allem in der Forschung, aber auch in den alten Domänen der Männer. Elke leitet die Lawinenwacht des Roten Kreuzes. Einmal die Woche fährt sie mit dem hochbeinigen Geländewagen auf ein Plateau, über eine steile Gebirgsstraße, dem einzigen Zugangsweg. Rico Behlke arbeitet hier und gemeinsam mit Elke testet er, ob die Zufahrt sicher ist. Oben stehen 20 gigantische Antennen, über die der Datenverkehr der halben Welt abgewickelt wird. Die NASA hat eine Empfangsstation, die Europäische Weltraumbehörde auch. Sie nutzen die klare Atmosphäre über Spitzbergen. Als erstes prüft Elke den Schnee. Sie muss sicher sein, dass der Hang nicht ins Rutschen kommt. Wir sind jetzt an dem Hang oberhalb von der Lawinensicherung, die diesen Weg zu Svalbard zu den Antennen hochsichert. Und vor ein paar Jahren sind da hier schon mal Lawinen abgegangen und haben ein größeres Auto mitgerissen. Es ist eine ziemliche Knochenarbeit. Die beiden graben ein Loch von 1 bis 1,5 Meter Tiefe und 3 Meter Breite. Der Schnee ist hart wie Beton. Sie mühen sich redlich und kommen bei minus 28 Grad nicht mal ins Schwitzen. Für Laien sieht der Schnee wie Schnee aus, aber Elke erkennt Zwischenschichten aus Eis. Das sind die künftigen Bruchstellen, an denen sich irgendwann Schneebretter als Lawinen Richtung Tal verabschieden. Also wenn das Rote Kreuz halt meint, dass die Straße zu gefährlich ist, dann wird die Straße auch gesperrt. Und dann wären wir mit Helikopter zur Arbeit geflogen.
wer mit offenen Augen durch Maltes und Elkes neue Heimat fährt, wird schnell merken, dass Spitzbergen dem Eisbärenkult huldigt. Kein Ort ohne Hinweis auf den König der Arktis. In Hotels begrüßen sie die neuen Gäste und im Krankenhaus die frisch Verletzten. Eisbären begleiten die Bewohner Spitzbergens von der Wiege bis zum Grab. Nicht mal in der Kirche. Bauzeit. Von russischen Bergarbeitern Mitte der 80er Jahre errichtet. Es gibt zaghafte Versuche, die Geisterstadt zu beleben oder wenigstens ihren Verfall zu stoppen. Hier steht das nördlichste Lenin-Denkmal der Welt. Die Fußwege sind beheizbar. Kohle gibt es ja genug. Während unserer Wanderung haben wir uns regelmäßig umgedreht, denn Küstenregionen sind das Gebiet der Eisbären. Und die sind sehr neugierig. Wir haben einmal die Situation gehabt, da sind Eisbären nicht verschwunden. Eine Bärin mit ihrem Jungen, die hat das Camp eine Woche lang belagert in Nordostspitzbergen. Wir haben uns die ganze Zeit eigentlich ein bisschen gewundert. Wir wurden aber gute Nachbarn. Wir haben die beiden Heinrich und Hertha genannt und hatten dann auch Bärenwache, was wir normalerweise nicht tun. An den Szenen, die Carsten filmte, sieht man, wie nahe Mutter Bär dem Camp kam. Als Hertha sich zu sehr für das Proviantlager interessiert, reicht ein einfacher Schuss aus der Signalpistole in die Luft. Doch die Bären blieben in der Nähe. Und eines Morgens passierte was sehr Aufregendes. Da trieb eine Eisscholle mit einer Robbe drauf an unserem Strand vorbei. Und die Eisbären schwamm auf diese Scholle zu. Allerdings hatte sie den Kopf nicht aus dem Wasser, was sie normalerweise machen, damit die Robbe die drei Punkte von Augen und Nase von der Bären nicht sieht, sondern sie hatte den Hintern aus dem Wasser und sah selbst aus wie ein treibendes Stück Eis. Und kurz vor der Scholle tauchte die Eisbären unter. Und wir warteten da mit offenen Mündern und was passiert hier jetzt? Und nach einer halben Minute oder so kamen die Bären hinter der Eisscholle hochgeschossen, sprang auf die Robbe, beide ins Wasser rein und haben gekämpft. Und nach einer halben Minute war die Robbe tot und die beiden hatten wieder ordentlich was zu fressen. Wir verabschieden uns aus der Geisterstadt Pyramiden. Niemand weiß, ob die Russen hier eines Tages wieder Kohle fördern. Sicher ist, dass Carsten wiederkommt. In die Hauptstadt Spitzbergens, Longyearbyen, kehren wir noch einmal während der polaren Nacht zurück. Sie beginnt.